Recht herzlich willkommen zur 20. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, wir sind wieder unterwegs, können wir gerade hier reingucken. Da können wir die äußeren Hybriden zur Kernprovinz machen. Das sollten wir vielleicht tun. Und ja, die anderen gehen nicht. Was haben wir hier noch? Ihr habt Ansprüche auf Provinzen, ist auch klar. Haben wir hier eigentlich einen Anspruch jetzt drauf? Lass mal da. Nein, haben wir nicht. Sollten wir tun. Wir haben kein Ding ins Freie, ne? England führt Wien. Okay, Spionagenetzwerk bauen wir in der Bretagne auf. Und hier oben. Beziehungen verbessern in der Bretagne, okay. Wie sieht es denn hier so aus? Das ist die Bretagne. Warte mal, dann machen wir zu und gucken erstmal. Hier haben wir einen Anspruch. Nein, haben wir nicht. Hier haben wir aber einen, ne? Genau. Und da? Keinen. Da? Auch keinen. Da? Auch keinen. Dann würde ich sagen, machen wir da noch einen Anspruch. Geht das denn eigentlich schon so? Geheimdienstanspruch fingieren. Geht. Finister, ja. Okay. Gut, und dann haben wir noch 12 Punkte, das heißt, es geht nicht mehr, sondern wir brauchen erst wieder 30. Gut, wem sind die eigentlich verbündet? Verbündet mit Burgund, okay, das waren die. Ja, ja. So, wir müssen aber gucken, dass wir hier noch weiterkommen. Haben wir auch keinen Anspruch drauf. Sag mal, warum machen wir die Beziehung mit Österreich besser? Was bringt uns das? Gibt es hier irgendwie eine Aufgabe, die das ist? Nee, ne? Ah doch, das ist eine Aufgabe, alles klar. Das bedeutet, das läuft, das lassen wir laufen. Das würde ich sagen, machen wir dann nicht. Okay, okay. Und wir springen, gucken zu, dass wir hier einen Anspruch drauf kriegen. Das ist viel wichtiger, ne? Geheimdienstaktion, Spionagenetzwerk aufbauen gegen Schottland. Gut. Okay. Wahrlich schlechte Nachrichten. Lass mal gerade Pause machen. Ein Sturzeinbruch. Okay. Arthur, erster Holland. 3, 4, 4. Oh, hört sich ganz gut an, ne? 20 Jahre alt. Okay. Ja. Damit haben die das jetzt hier irgendwie bald geerbt, oder was? Holland, Herzogtum. Ne, da wollen wir bleiben. Okay, Breitstehen. Okay, da haben wir noch was von den Franzmännern. Geld wollen sie nicht, aber Provinzen, ist klar. Lassen wir weiterlaufen und wir müssen gucken, dass wir den Anspruch da oben auf jeden Fall hier hinkriegen, bevor der irgendwie anders kommt, ne? Wie lange haben wir mit den Frieden? Warte, müssen wir nur noch mal anklicken. 24, wir haben 19, das sind 5 Jahre, okay. Da kommt wieder was rein. 44 Dukaten wollen sie jetzt. Unsere Schiffe stehen noch hier parat, das ist gut. Unsere Truppen auch. Ja. Da haben wir Dingens verlängert. Können wir schon was anderes koren? Nein, können wir nicht. Kommt wieder ein Dingens rein. Angebot der Franzosen. Oh, 88 steigt. Ja. Das müssen wir gucken. 6 und 30. Also hier brauchen wir einen Anspruch von 20, ne?
Kriegsmüdigkeit ist klar. Oh, kriegen wir auch nicht runter. Wie gehabt. Da kommt ein Angebot von der Provence über 50. Akzeptieren wir. Das ist auch nicht verkehrt. Wir müssen mal gucken, dass wir diese kleinen Krediten von denen nehmen und dann einen großen ablösen. Das würde Sinn machen. Wie viel nehmen wir überhaupt ein? Das können wir erstmal verringern gerade. 1,96. Okay, das ist nicht viel, aber es ist was. So, 22 in der Bretagne. Müssen wir gleich hier gucken. Die sind ja nicht so zufrieden mit uns. Wieder Angebot rein der Franzosen. 22 Dukaten ablehnen. Ja. Die haben da 26, nee, 29 sogar stehen. Und hier sind wir mit 12. Mit Österreich sind es jetzt 80 plus, das ist schon mal gut. Wieder eins verlängert hier. Und hier kommt ein Angebot, ein Darlehensangebot, 25, akzeptieren wir. Admiralität. Admiralität, was soll denn? Prestige Seeschlachten plus 5. Armeetradition, ja. Lasst uns die Admiralität gründen, lasst uns stattdessen eine Armeetradition jährlich plus 0,3. Ich würde jetzt tendenziell dazu neigen, das untere zu nehmen, weil da sind wir schon gut, ne? Zack. Okay. Oh, wir haben Nachfolger. 451. Wunderbar. Wir sind noch da. Können aber noch nicht, ne? Ne, noch kein Anspruch fähig. 16. 17 und 27. Gucken, dass wir da gleich sofort einen Anspruch drauf kriegen. '17, '82, '19, '44, ja, okay, geht gleich bei beiden, bei Bretagne genauso wie bei Schottland. Einen Monat weiter müsste klappen. So. Können wir beides machen, ne? Um erst die Orkneys. Das waren ja die, ne? Gut, und das zweite, da sind Rebellen drauf, ne? Okay. Das bedeutet, wir müssen mal gucken, dass wir vielleicht unsere Truppe hochziehen, bevor die hier nachher rüberkommen, ne? Das weiß man nie, wie das da läuft. Da gibt es ein Angebot der Savoyen. Akzeptieren wir auch. 140. Ja, die ziehen wir hoch, haben wir gesagt. Ach so, Bretagne können wir noch Anspruch vergehen. Dann nehmen wir dann... Ach, das geht gar nicht. Loire oder Anjou. Dann würde ich Loire nehmen. Okay. Und der nächste ist dann bei 35. Das dauert noch. Was machen die Rebellen? Ich weiß nicht, ob die da sind. Da können wir... Stopp. Marinetechnologie wird besser. 50 Inflation. Diplomatie. Tja, wie sieht es denn mit der Inflation aus? Da war sie. Oh, die ist schon verdammt hoch, ne? Mit 5 Administrative können wir die senken. Machen wir mal so, ne? Was ist das jetzt hier? Ach so, noch so ein... Ne, ablehnen, das ist klar.
Ja, da sind wir ziemlich hoch mit der Inflation, ne? So, den Anspruch haben wir ja schon mal, ne? Genau, jetzt müssen wir den noch kriegen hier. Ah, da haben wir das geschafft mit Österreich. Das bedeutet auch, wir können den abziehen. Und dann neues Ziel, ne? Ah, die große Flotte sind immer noch 20 schwere Schiffe, ne? Das können wir uns nicht leisten. Vasall von England. Ich glaube, das können wir gerade mal alles sein lassen. Das funktioniert nicht. Lass weiterlaufen. Ach, hier guckt, da sind Dingens drauf auf der Insel. Die Rebellen. Okay, müssen wir gucken, wenn die rüberkommen. Aber das ist dann nicht das Problem. Und da ist wieder ein Darlehen verlängert worden. Anjou ist hier, ja, das wäre die Aufgabe, ne? Aber die können wir gar nicht machen. Anspruch fungieren. Da sind wir wieder mit unterwegs. Wie sieht es hier aus? Da können wir Sutherland als nächstes zur Kernprovinz machen. Das ist auch wichtig. Ja, da wird sich nicht viel ändern, ne? Was haben wir? 10 und 9. Und einer ist frei. Bretagne, was ist mit Burgund? Burgund machen wir zu unseren Freunden wieder. Ein bisschen Beziehungen verbessern. Ist, glaube ich, nicht verkehrt. Oh, hier müssen wir gucken. Die machen das jetzt gerade hier frei, ne? Wer weiß, wer das wird. Vielleicht ist das dann nachher. Oh, norwegische Nationalisten sind das. Das ist ganz schlecht. Das ist ganz schlecht. Norwegische Nationalisten. Das möchten wir aber auf keinen Fall, dass es norwegisch wird. Wir haben 20. Das sind noch zu viele Jahre, ne? Aber einmarschieren können wir da, glaube ich, auch nicht, ne? Das geht nicht. Nee. Das ist ganz schlecht, wenn das jetzt nachher norwegisch wird. Das ist da oben schon norwegisch hier, Färöer, ne? Das gefällt mir auch nicht, ne? Und gegen Norwegen haben wir irgendwie nicht so unbedingt die Möglichkeit wahrscheinlich gegen anzugehen. Wer ist denn das? Ein bedeutender Mann ist gestorben, Diplomat. Was haben wir hier? Ach, die Korruption steigt noch. Mal gerade hier gucken. Ablehnen. Ja. Da haben wir einen Anspruch drauf. Mit wem sind die verbündet? Da kam jetzt gerade wieder ein Angebot der Franzosen. Machen wir gerade Pause. Wir haben jetzt. England, Korps, Normandie. Labor. Ist hier unten, ne, oder? Ja. Und Bordeaux. Maine und. Also, wir werden das komplett hier oben verlieren. Ayrshire und Schottland ab. Nein, das machen wir alles nicht. Und das hier, das ist nicht gut. Tendenziell neige ich dazu, denen den Krieg zu erklären, den Schotten, damit. Denn das wird hier irgendwie, weiß
bald umgekehrt sein, ne? Ist da noch was Neues? Nee. Haben wir hier was? Ja, da. Machen wir das. Korruption steigt um wie viel? 0,08. Finanziell 1,58. Wir haben Nachfolger. Provence ist ein Rivale für uns und auch ein Feind. Gibt es die denn noch? Sind die da unten noch tätig? Ja. Wenn wir da einfallen, ne, dann sind sofort der Franzose auch wieder da, ne? Wenn wir das machen würden zum Beispiel, ne? Bringt also auch nichts. Lassen wir weiterlaufen. 213, ja, wir müssen gucken, dass wir so ein 213 nochmal ablösen können, ne? Noch sind die am Kämpfen hier, ne? Die Schotten sind noch kräftig dabei. Brauchen wir nicht. Tja, jetzt haben sie es besetzt gerade, ne? So sieht's aus. So, warte mal. Ein Kardinalminister. Kostenstabilität minus 5. Missionsstärke plus 1. Toleranz plus 1. Heretiker minus 2. Papst 1 plus 5. Das andere ist Prestige hoch. Ja. Moralarmee und sowas geht wohl. Tendenziell neige ich dazu. Ja, zack. Ja, was machen wir jetzt gegen die da? Oh, und da ist es durch. Jetzt ist das norwegisch geworden. Das ist nicht gut. Ja. Jetzt ist das norwegisch geworden. Jetzt ist das ein norwegischer Nachbar, ne? So, was können wir gegen die Norweger tun? Gute Frage, ne? Der kehrt jetzt gleich zurück. Bauen wir erstmal ein Spionagenetzwerk gegen die Norweger auf. Dann kommen wieder die Franzosen rein. 110 wollen sie jetzt haben. Können wir gleich nochmal gucken, was sich da jetzt ergeben hat. Ein Cornwall-Anspruch erhoben. Wir haben da aber noch nichts zu erheben, ne? Das dauert 35, war das, ne? Ja. Dauert halt. Was ist jetzt hier? Konzentriert eine große Flotte, erobert Anjou. Ja, was ist mit unserer Flotte? Das ist die nächste Frage. Großschiffe sind aber teuer. Achso, jetzt wollen wir hier nochmal gucken, ne? Machen wir Pause. Schottland können wir jetzt nicht mehr freilassen, oder? Tyrol soll man da in die Unabhängigkeit lassen. Das kriegen alles die Franzosen. Tyrol in die Unabhängigkeit. England wird 20 Millionen Frankreich bezahlen. Ne, das ist alles nix, ne? Gut. Tyrol, weiß ich nicht, wo das ist. Ist das hier? Ja, da ist es. Okay, die sollten wir dann in die Unabhängigkeit. Nein, machen wir nicht. Kriegsmüdigkeit haben wir schon wieder. Können wir nochmal runter machen. Hier stehen dann irgendwann die auf. Ja, was machen wir jetzt hier mit? Netzwerk bauen wir auf. Immer noch das gleiche in grün, ne? Ablehnen. Der Agent wurde entdeckt. Aber nicht unser, sondern derer. Das
Was haben wir hier für Möglichkeiten? Keine. Das ist ein Juniorpartner von Burgund und der Holländer auch, ne? Spanier mögen uns leider auch nicht. Darlehen verlängert, wir haben 188. Staatsmann gestorben. Komme ich so nicht dran, ne? Ändert sich auch nichts hier. Ja, ablehnen. Wollen wir alles nicht machen. Tja, verbündet mit Burgund. Ablehnen. 192 Taler sind das schon. Wie stark ist denn Norwegen? Warte, die sind momentan im Krieg mit Dänemark. Gucken wir mal. Dänemark besetzt von Schweden oder durch Schweden. Okay. Schön wäre es hier rüber, ne? Dann kann man mal in die neue Welt. Aber Norwegen wird wahrscheinlich zu stark sein. Ja, gut. Das müssen wir überlegen, was wir da tun werden. Irgendwie müssen wir aber expandieren und irgendwie müssen wir uns überlegen, mit wem wir oder gegen wen wir expandieren. Momentaner Krieg gegen Schweden und Dingens. Waffenstillstand. Mission dänischer Handel. Wer ist denn da verbündet mit? Da. Verbessern die Beziehungen. Brandenburg und Moskau. Eine Staatsehe. Und Norwegen. Kriegsgrund. Können wir denn da? Könnten wir einen Anspruch fingieren? Das wäre die Frage. Wahrscheinlich auch nicht, ne? Dann müsste ich die Beziehungsverbesserung hier beenden. Dann lass mal gerade mal kaum laufen. Okay. So, und dann da gucken, Spionagenetzwerk aufbauen. Bestätigen. Gut, lass laufen. Und dann zehn Papsteinfluss, dann machen wir das. Ja, gut. Hier können wir gerade noch einen Anspruch fingieren. Bonjour geht nur, okay. Haben wir bald alle, ne? Das Darlehen ist verlängert. Haben wir hier schon Anspruch drauf? Nein, das ist nur das Letzte, wo wir können dann. Spionagenetzwerk dafür läuft. Den haben wir, den Anspruch. Und da hätten wir gern noch einen drauf. 25 brauchen wir da. So, Kardinäle hier haben wir schon mal letztens gehabt, oder? Und wir haben uns fürs Prestige entschieden, ne? Machen wir jetzt wieder. Kurz einmal hier reingeschaut. Flotte, aber Anjou, Schutz vor Frankreich. Wie müssen wir denn da aufbauen? 31. Ich glaube, das können wir annehmen. Und hier haben wir noch 110 Pauli. Gut, dann das bedeutet, wir müssen mal ganz kurz dann Armee aufbauen.
Die haben 31, wir haben 16. Das sind 10er gewesen. Sind 15 und 16 sind 31. Machen wir einen mehr, dann haben wir einen mehr wie die Franzosen. Dann müsste das klappen. So, da kann man nichts machen. Ja. Dann würde ich sagen, soll es für die Folge auch erst wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.